Herzlich willkommen zurück zu Let's Play Sonic the Hedgehog 4 Episode 1. Wir wollen die Splash Hill Zone machen und dafür, ja, wollen wir das machen. Wir wollen hier nicht den Chaos Emerald kriegen und dafür machen wir nicht den leichtesten Level Splash Hill Zone Akt 1. Aber ganz ehrlich, der erste Level muss der einfachste sein. Dafür müssen wir nur noch 50 Ringe sammeln. Und dann haben wir da. Dann müssen wir noch da schaffen, den Chaos Emerald einzusammeln. Und das wird, denke ich, die größte Herausforderung, denn schon beim letzten. Oh, da habe ich sehr lange gebraucht. Ich bin persönlich noch am Überlegen, wie ich das präsentiere, dass ich irgendwie nicht antun will, so viele Versuche zu machen. Sag ich mal, ich schreibe es raus, dann ist es noch irgendwie Zeit, um das wirklich auszuprobieren. Ah, mal gucken. Vielleicht haben wir ja Glück und wir schaffen es direkt beim ersten Mal. Vielleicht. Nein! Oh, meine schönen Ringe! Jetzt sind wir hier beim Ende, oder was? Komm, ich brauch 50! Okay, wir sind noch nicht am Ende. Ah, ein Glück. Ja, ich werde auf jeden Fall gucken, dass wir hier ständig nochmal den Level zeigen. Wo ich ständig spielen muss. So, und ich wüsste gerne, wann ich zum Ende komme. Zum Level. Ah ja, genau jetzt. Und ich habe es in den Ring geschafft. Und jetzt kommt eher die große Herausforderung. Nämlich... Schaffe ich es da weiter und ich krieg noch ein paar Leben. Ja, ich werde wahrscheinlich wieder sehr viele Leben sammeln. Und danach muss ich ja nochmal Eggman besiegen. Okay, wir sollen da lang fallen. Hier lang. Komm mal da rein, ich hätte gerne mehr Zeit. Ah, da drin ist der Chaos Emerald. Das heißt, ich muss hier bloß sehr viele... Sehr viel Zeit und... Wow. Sehr viele Ringe sammeln. Da darf ich nicht reinfliegen. Weil das heißt dann nämlich das Aus des Levels. So, hier durch. Und da wieder raus. Sonic! Danke. Da sind noch ein paar. Wow, 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 wow. Ja, komm, auf den einen. Scheiß ich mal, ich brauche noch 41. Kurz die Zeit einsammeln. Na gut, den da einsammeln. Und wieder an der Zeit vorbei, aber da einmal die Zeit eingesammelt. Und hier, und dann gehen wir mal hier durch. Hilfe! Hilfe, Hilfe, Hilfe! Hilfe! Springe ich hier viel? Wie viele noch? 4 Stück! Oh, ja. Schafft das wirklich mit dem Chaos Emerald? Ja! Und so viel Zeit! Boah, das war der einfachste Level! So, jetzt... haben wir alle 7 Chaos Emeralds erhalten! Ja! Du kannst dich nur in Super Sonic verwandeln. Ja, das ist aber gut. Wir machen jetzt Showdown im Weltraum. Und, ja. Ich glaube, ich schneide das raus. Ja. Also dann... Bis wir den Boss besiegt haben. Und ich hab's geschafft. Ich hab keine Ahnung, ob ich was brauch. Weil ich vor allem nicht am Ende am Anfang habe. Wenn jetzt jemand erzählt, dass ich sie noch als Super Sonic oder so hätte besiegen müssen, oh, dann schrei ich. Dann schrei ich echt.
Fall. Das ginge ja mal gar nicht. Oh, ich kann jetzt aber noch springen. Warum hat mir jetzt keiner gesagt? Wenn ich jetzt noch irgendwie für das richtige Ende, da hätte richtig springen müssen. Jetzt bringen wir nochmal den Abspann. Ah, gut, den kann ich wegdrücken. Ja, jetzt haben wir das Sonic. Gut, Sonic läuft. Und Eggman kommt. Und Metal Sonic. Okay. Fortsetzung folgt, ja. Irgendwie fühle ich mich gerade leicht verarscht. Die ganzen Mühen, die ich mir dafür aufgenommen habe, für das kleine bisschen. Ich dachte echt, da kommt noch irgendwas Tolles und dann muss ich das hier vernünftig let's playen. Ach. Ein Traum. Naja, gut. Das war jetzt ein extrem kurzer Part, aber naja. Ja. Guck dann auf das nächste Let's Play, was ich machen werde. Höchstwahrscheinlich Sonic the Hedgehog 4 Episode 2. Also, geh mal, abonniert unseren Kanal, drückt auf Gefällt mir und schaut dann bis nächstes Mal auf unsere anderen Let's Play. Bis dann.